Hallo und willkommen zu The Binding of Isaac Repentance, dem neuen DLC zu The Binding of Isaac, welches ich schon ein bisschen gespielt habe im Stream. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wie ich gegen The Beast kämpfe oder Mother, dann schaut auf den Streaming-Kanal. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, wir könnten vielleicht ein, zwei Isaac-Videos machen, weil warum nicht? Ich habe gerade eben eins versucht zu machen, und zwar ein Maggie-Run, und der lief eine halbe Stunde. Ich bekam nicht einen Damage ab und dann war ich in Ash Pit und ich bekam, als ich eineinhalb Herzen hatte, noch eine Bad-Trip-Pille und es war das Ende. Ich will nicht weiter drüber nachdenken. Auf jeden Fall habe ich in dem Spiel nicht wirklich viel geschafft mit irgendwelchen Charakteren und... Mit wem wollen wir spielen? Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir Samson. Darkroom Samson oder sowas. Das wäre doch eine Möglichkeit. Eine Sache, die was wert wäre. Und inzwischen sind Mods erlaubt in dem Spiel, was ziemlich cool ist. Das heißt, ich habe natürlich die External Item Descriptions aktiviert. Damit ich endlich verstehen kann, was irgendwelche Items bringen. Und ich nicht die ganze Zeit ewig stehen bleiben muss und, Rubber Cement. Oh, das ist ein potentes erstes Item. Und, ich hoffe, dass ich irgendwie irgendeine Erklärung dafür finde, was was bringt. Und am Ende ist es nicht der Fall. Ich meine, im Stream ging es noch so halbwegs. Ich konnte einfach stehen bleiben und konnte ich sagen, hey, Chat, hey, hey, was macht das Item? Hey, hey, ihr müsst doch wissen, was das Item bringt, aber... Es ist trotzdem äußerst, ungünstig, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Rubber Cement ist so ein cooles Item. Ich wünsche, man würde es öfter bekommen. Ganz vorsichtig. So, das Einzige, was mir nur fehlt, ist, dass man keinen Rückstoß an den Gegnern hat, aber... Ich schätze, ich werde einen Weg finden, damit zu leben irgendwie. Für 7 Cent ist ein Item. Das ist äußerst verlockend. So, ich würde fast sagen, bevor ich zum Boss schaue, werde ich noch schauen, dass ich ein paar Items mitnehme. Ansonsten, falls ihr mit Repentance noch nicht vertraut seid mit dem neuen DLC, vielleicht spiele ich das Spiel auf Konsole oder so, ist noch nicht draußen. Repentance hat den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ungefähr versechsfacht. Und ich habe das Gefühl, ich untertreibe damit noch. Das Spiel wurde ungemein sehr viel schwerer, aber der Endgame-Content ist super cool. Vor allem, wenn man es vergleicht mit dem, was mit dem Afterlife Plus dazu kam, wo man sich dann dachte, ja, okay, das ist, Delirium ist, das ist ja fast aufregend. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem, wenn man gegen, wenn man in die The Beast-Richtung geht aus diesem Spiel. Das ist eine andere Welt. Na gut. Kämpfen wir erstmal gegen den Dingos. Wir werden mal schauen, ob wir, in wie viel neuen Content wir sehen werden. Denn eine Sache, die ich bisher gelernt habe in meinen, keine Ahnung, 30 Stunden oder so mit dem DLC, ist, dass ich nicht in der Lage bin, den Run zu beenden. Zum einen. Und zum anderen, dass nicht jeder Run ein Run ist, der in der Lage ist, einen der neuen Endgame-Bosse zu bekämpfen. Das ist eine Limitierung, an die man sich einfach gewöhnen muss. Nicht jeder Run ist ein Gewinner, okay? Ich meine, vielleicht wenn man perfekt in dem Spiel ist oder so, aber... Seien wir realistisch. Das bin ich nicht. Das heißt, nicht jeder Run ist ein Gewinner für mich. Und wir bekommen Wooden Spoon. Das ist tatsächlich ziemlich nutzlos und ich habe keinen Schlüssel, also... Gehen wir in die nächste Ebene weiter. Jetzt ist mein Damage wieder auf 3,5. Warte, auf 6,1. Oh, das liegt an... Okay. Das liegt an Liberty Cap. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich 6 Damage? Aber Liberty Cap gibt einem hier einmal pro Raum einen random Pilzeffekt. Und das war sagenhaft schlechter Damage. Das heißt, wir bekommen keinen Devil Dealer. Das ist okay. Denn wir wollen, wenn dann sowieso versuchen, einen Angel Deal mitzunehmen. Denn Angel Deals wurden nämlich ungemein gebufft in dem Spiel. Und inzwischen sind Angel Deals tatsächlich eine Überlegung wert. Beziehungsweise Angel Deals sind gut. Ich mag aktuell Angel Deals mehr als Devil Deals in dem Spiel. So ein Schlüssel, das ist hervorragend. Das bedeutet, wenn ich irgendwo eine Bombe herbekomme, kann ich auf jeden Fall den Goldraum mitnehmen. Und das würde ich sehr zu schätzen wissen. Jetzt brauche ich nur noch von irgendwo eine Bombe. Oh, die Feuerrate. Immer die Cap ist ein Trinket, das ich nicht mehr so oft bekomme wie im, wie im ursprünglichen Spiel in Repentance. Aber jedes Mal, wenn man es bekommt, denkt man sich, ja doch, immer die Cap ist ziemlich cool. Oh, oh. Ganz vorsichtig. Und Rubber Cement ist so ein spaßiges Item. Ich hoffe, wir bekommen irgendwelche Items, welche in Kombination mit Rubber Cement irgendwas Cooles machen. Es hat so viel Potenzial. Und hallo Schlüssel. Es hat einfach so viel Potenzial. Hi Damage Brimstone Laser. Ich meine, Sache ist die, Schubdawub. Kein optimales Item, aber es skaliert mit meinem Damage. Und eventuell wird es uns ungemein... dabei helfen, Räume zu klären wie hier. Und natürlich auch gegen Bosse. Das heißt,
Schubnerwurm könnte vor allem früh im Spiel, beziehungsweise generell im Run, wenn ich noch irgendein Item bekomme, womit ich irgendeine Batterie, womit ich vielleicht der Schubnerwurm einmal pro Raum einsetzen kann, dann kann man damit durchaus arbeiten, würde ich fast behaupten. Aber wir werden sehen. Wir haben drüben noch ein rotes Herz herumliegen, das bedeutet, ich kann mal eben in den Cursed Room schauen. Übrigens, weitere Änderung, Cursed Rooms werden nicht mehr von der Damage-Chance abgezogen, wenn man da Schaden nimmt. Was ziemlich cool ist, Health Up, Speed Up! Okay, jetzt sind wir langsam ein bisschen zu schnell unterwegs. Boah, ich wünschte, ich hätte eine Bombe, da wäre nämlich allein schon Tinted Rock. Vielleicht bekommen wir noch eine, unten ist noch ein Raum. Oh, Moment, ich war zu weit weg, um den zu erwischen. Ich habe mich gerade gewundert, wann dann endlich was passieren wird. Wir haben ja einen Dime. Was ist ein Dime? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ah, das heißt, als nächstes werden wir den Shop schauen. Der Shop kostet... Oh nein, der Shop kostet ja einen Schlüssel. Das war nicht gut durchdacht. Wir nehmen das mit, wenn wir schon mal hier sind und hoffen auf das Beste. Bombe und 2 Cent. Ist okay. So, das bedeutet... ich werde da unten links hinschauen. Ich meine, ich wurde in dem Spiel entsetzlich langsam. Das heißt, ich soll, als ob Boss Rush jemals wieder eine Option für mich wäre. Wir setzen das, um die Bombe zu holen. Dann setzen wir die, um die Truhe zu holen. War es sinnvoll, die zu holen, statt dem Tinted Rock? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es trotzdem getan. jetzt wünsche ich, ich hätte es nicht getan, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel extra, was Nettes. Damit wir auch die neue... Moment, das brauchen wir, um die neue Ebene zu gehen. Wisst ihr was? Das war okay. Oh, das war ziemlich okay vom Damage her. Oh, Schubda-Wub. Das war ziemlich Schubda-gut, würde ich fast meinen. Und wir haben ihn besiegt. Und ich bekomme... Oh, Range-Up und Increased Tier Size. Ich weiß immer noch nicht... Increased Tier Size ist eigentlich ziemlich dumm, aber... was soll's. Was soll's? Und wir haben keinen Deal bekommen, das ist okay. Und nächste Ebene, habe ich euch den Seed gezeigt? Ich weiß nicht, ob Leute den Seed mitspielen wollen, aber wenn sie das wollen, dann hier ist ja auch schon. So, prinzipiell habe ich das Gefühl, dass dieser Run Potenzial hat, gut zu werden. Samson ist ein starker Charakter und wir haben Rubber Cement. Und ich habe akzeptabel viele Herzen, beziehungsweise ich habe ausnahmsweise mal keine... Ich muss aufpassen in dem Raum, dass ich das weiße Feuer noch nicht berühre. Ich habe ausnahmsweise mal keine Half-Down-Pille bekommen, was nicht oft passiert. Oh, Schubda-Wub wird auf jeden Fall gegen den Boss hier, denke ich, ungemein hilfreich sein. Au. Das war ziemlich schlecht. Nein, das war wirklich schlecht. Okay, was machen wir jetzt am besten? Ach. Ah, das war miserabel. Haben wir eventuell... Wir haben eventuell einen Secret Room bei dem Goldraum. Alles okay, auch wenn wir keinen Deal bekommen. Sowieso 100% Devil Deal. Und niemand will 100%igen Devil... Kann der Cursed Room hier überhaupt... Secret Room da überhaupt sein? Ich weiß gar nicht. Okay, unterm Shop ist er auf jeden Fall nicht. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Dieser Gegner zieht uns nur Batterieladungen ab. Das heißt, muss mir keine Sorgen darum machen, meinen Devil Deal zu gefährden. Okay. Oh, Schlüssel. Oh, dich habe ich gesucht, mein Freund. Dich habe ich gesucht. So, nehmen wir den Goldraum mit. Wo wir die Wahl zwischen zwei Items haben. Eins, das wir erkennen können. Und wenn wir das nicht wollen, dann können wir einen... Wir nehmen rechts. Little Steven. Ah, ziemlich mies. An dem Punkt hätten wir auch einfach gar kein Item mitnehmen können. Und das wäre... Es hätte für den Run im Endeffekt das... Dann wiederum... Vielleicht ist er inzwischen verbessert worden. Die Stevens haben nämlich neue Tiers bekommen, die ziemlich cool aussehen. Das sind diese blinkenden und... Au! Was war das? Hey! Hey! Das war nicht... Oh mein Gott! Ist er gut? Ich glaube, der kleine Steven ist gut. Oder passt... Oder nein, warte. Ich habe nur eine enorme Feuerrate. Wegen dem Liberty Cap-Effekt, den ich in dem Raum bekommen habe. Oh, sehr schön. Gegen den machen sich Dinge wie Bomben oder Schubda-Wub auch immer unfassbar gut. Gegen den schleimigen Pin. Ich weiß nicht ganz, wie ich ihn nennen soll. Ah, natürlich wurde ich getroffen. Oh, das war mies. So, und hier haben wir Mom's Lipstick Range Up. Ich habe die mal aber auch nicht komplett verkehrt.
Von dem Range Up können wir wenigstens dann bouncen die Tränen weiter umher. Oder für längere Zeit. Das ist okay. Ich meine, Damage-technisch habe ich soweit also unter Kontrolle, weil ich mache mehr Damage, je mehr Schaden ich auf einer Ebene bekomme. Das heißt, das wird uns auf jeden Fall für die ersten paar Ebenen noch weiter carryen. Die Frage ist nur, wie lange? Keine Ahnung, wie lange im Endeffekt, aber... Oh! Contract from below. Das ist, irgendwas zwischen belanglos und nutzlos. Oh Gott, wo könnte der Cursed Room sein auf der Ebene? Ich weiß es nicht, aber wir machen auf jeden Fall, auf jeden Fall das Knife Piece mit. Dafür geht man das graue Feuer und dann in den Spiegel und dann ist man als The Lost in einer Spiegelwelt. Problem ist, dass ich mit The Lost kein Holy Mantle freigeschaltet habe. Das heißt, diese Spiegelwelt ist für mich tatsächlich extrem gefährlich. Aber da ich sowieso nur einen Raum zurücklegen muss, alles unter Kontrolle. Und ich hau wieder ab. Ich würde natürlich unglaublich gerne den Boss nochmal in der Dimension besiegen. Das Problem ist aber, wenn man kein Holy Mantle hat, das ist ein Item, welches man mit The Lost bekommt, wenn man im Greed Mode 879 Münzen donated hat. Und das bringt, dass man einmal Schaden nehmen kann. Wisst ihr was, wir nehmen das da drüben noch mit. Dass man einmal pro Raum Schaden nehmen kann, ohne zu sterben. Und das brauche ich absolut, wenn ich als The Lost irgendwo hinkommen will. Und wir haben auch 19 Cent. Das ist auch ziemlich akzeptabel. Und ich habe noch zwei Bomben übrig. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Minen gehen, würde ich einfach mal behaupten. Und schauen, was uns dort erwartet. Ich hoffe, es werden die Minen. Oh Gott, lass es bitte die Minen sein. Lass es nicht Ashpit sein. Ashpit ist nicht gut. Ashpit ist nicht gut. Warum schaue ich nach Tinted Rocks? Ich hätte sowieso keine Bombe, die ich einsetzen könnte. Ich sollte Schubdawoop öfter einsetzen. Oh, wir haben die Minen bekommen. Wurde auch Zeit. Oh, du da drüben solltest direkt sterben, bevor du mich angreifen kannst. Der ist nämlich sonst ein großes Problem. Ist ja was, diese ganzen Range-Ups zeichnen sich aktuell aus. Scheinen aktuell relativ hilfreich zu sein. Ist das generell ein relativ dankbarer Raum? Vor allem, wie viel Damage der Steven macht. Wahrscheinlich wird er auch den 3,5 Base Damage machen, wie üblich, aber wer weiß das schon. Stars und Stars. War Contract from Below? Warte. So nicht das, wo man doppelte Items bekommt oder so, oder? Also was soll ich jetzt von dem Raum hier gerade halten? Das bringt mir absolut nichts. Ich will auf jeden Fall Hashi nicht mitnehmen, wir nehmen das andere mit. Dafür brauche ich aber erst eine Bombe, um den Schalter aktivieren zu können. Und dieser Raum ist ein Problem. Zumindest, wenn ich nicht getroffen werden will. Yep. Ein Problem. Warte, Contract from Below verdoppelt Ding, aber war das nicht... Weiß nicht, der... Ich habe es immer so gemerkt, dass der mit dem Blut das ist, was alles verdoppelt, aber... Scheinbar lag ich falsch. Das heißt, wir haben tatsächlich wirklich gutes Item bekommen. Dann will ich mich nicht beschweren. Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, nicht allzu viel dummen Schaden zu nehmen. Das Problem ist nur, dass die Knochen etwas schwer zu sehen sind. Bei den ganzen weißen Projektilen, die ich von mir gebe. Aber generell würde ich sagen... Der Run hat immer noch Potenzial. Er hat immer noch Potenzial, akzeptabel zu werden. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Nein. Oh, ich hasse auch diese Steine. Die einfach nur da sind und Schaden machen. So, wenn ich irgendwo noch ein paar Herzen herumliegen hätte, würde ich auf jeden Fall den Cursed Room noch mitnehmen. Aber das Problem ist, wir haben gerade keine. Oh, schön, die Säumelfliege. Spannspinne. Oh Gott. Okay. Ich nehme definitiv zu viel Schaden. Die Schlüssel bringen mir nichts. Ich brauche Bomben. Ich brauche Bomben. Oh, warum nehme ich so viel Schaden? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, ganz vorsichtig. Schlüssel. Ich brauche keine Schlüssel. Ich meine, ich weiß das zu schätzen, dass wir so viele Schlüssel bekommen. Oh mein Gott. Dieser Raum ist ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Jungs gegen die Wand schmettern. Damit sie mich nicht erwischen und mir, oh Gott, Schaden machen. Nein! Ja, mein Damage steigt jedes Mal an. Ah, aber dennoch, das ist nicht gut. Mein Damage ist hervorragend. Das heißt, der Boss sollte... Ich hoffe, es wird nicht dieser Boss... Es wird immer der Boss Rush Boss hier. Aber wenn es der nicht wird, dann sollten wir okay dastehen, aber trotzdem nicht begeistert. Oh, ein Shop.
Oh, der Shop ist eigentlich ziemlich gut bei genau. Wenn ich drüber nachdenke. Okay, kann ich bitte aufhören, Schaden zu nehmen? Ernsthaft. Ich bin gleich tot. Sei was Gutes. Range down. Zwei Stück. Keine Bombe. Ziemlich cool auf jeden Fall. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Zwei Bomben! Und wir nehmen das mit. Okay. So, dann... Oh, ich meine, hier ist ein Tinted Rock und eine goldene... Zwei goldene Kisten für mich. Zwei Bomben. Ein halbes Herz und... ein bisschen Bargeld. Sehr schön. Das heißt, ich sollte wieder so viel Geld haben wie davor. Das ist gut. Und jetzt schaue ich mal eben in den... wir beginnen in den Goldraum und nehmen das zufällige Item mit. Beziehungsweise das unbekannte Item. Und ich hoffe, dass es halbwegs okay sein wird. Oh mein Gott, sei halbwegs okay. Bitte sei halbwegs okay. Demon Baby. Ah, das ist nicht halbwegs okay. Das ist maximal unterdurchschnittlich. Und wenn ich sage, es ist unterdurchschnittlich, dann bin ich noch sehr großzügig. Außer Demon Baby bekam vielleicht irgendeinen Buff oder so, von dem ich noch nicht weiß. So, dieser Raum ist sehr fürchterlich. Aber es gibt einen roten Todesschalter. Ich hatte Schub der Wut nicht aktiv. Ich wollte gerade sagen, ich hätte Schub der Wut einsetzen sollen, aber das war nicht wirklich eine Option an der Stelle. So, das, was uns aktuell ungemein hilft, ist, dass der Damage, dadurch, dass ich Samson bin, ungemein angestiegen ist. Oh Gott, wie habe ich das überstanden? Sonst wäre das ein sehr gefährlicher Run aktuell. Beziehungsweise eine sehr gefährliche Ebene, aber dadurch, dass der Schaden ungemein angestiegen ist, ist es noch okay. Ich würde unter Umständen noch ganz gerne den Secret Room mitnehmen. Hey! 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 Wo ist der Secret Room? Oh Gott. Wie habe ich das überstanden? Ohne ein bisschen was? Ist okay. Ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es. Und es ist der Boss Rush Boss. Oh, der dauert immer ewig zu bekämpfen. Und er kommt irgendwie ständig. Beziehungsweise ich würde fast sagen, er kommt ausschließlich auf dieser Ebene. Ich meine, irgendwie hat man noch diesen anderen Loki, aber es passiert echt nicht oft. Kein Super Secret Room. Oh, hier kann der Secret Room auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich wage noch einen Versuch. Und zwar ist ja unter Umständen... Oh, könnte... Nein, warte, da habe ich schon geschaut, dass er nicht. Unter Umständen ist er einfach... Nein, da kann er auch nicht sein. Rechts von hier? Eventuell? Hey, ich habe ihn gefunden. Oh, das ist ziemlich gut. Death? Death wollen wir definitiv... Will ich Stars einfach mitnehmen? Stars ist ziemlich gut. Wir nehmen Stars mit, um uns später aus Dingen rauswarpen zu können. Auch wenn gegen den Boss Death ganz gut wäre, aber nee. Nee. Dann wiederum, ich will den Cursed Room nach dem Bosskampf. Ach. Nein, wir nehmen die Death-Karte mit. Ich muss mal. Ich darf nicht auf Zeit spielen. Ich muss auf Effizienz spielen. Versteht ihr? Und deswegen nehmen wir die Death-Karte mit in den Bosskampf. So, das ist natürlich ein klassischer Boss, den wir noch aus Anti-Birth kennen. Was er im Großen und Ganzen macht, ist uns ein paar Wellen von Gegnern entgegenschicken. Und das ist aktuell die ungefähr unvorteilhafteste Arena, die man dafür bekommen kann. Oh Gott. Ich wünschte, es wäre eine Untertreibung, aber vor allem jetzt, wo in der Mitte noch ein paar Blöcke dann verschwinden werden. Das ist extrem unvorteilhaft. Oh Gott. Okay, eventuell sterbe ich doch, weil ich hier schlicht und ergreifend mich nicht wirklich... die Arena ist so schlecht. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie schlecht gerade diese Arena für diesen Bosskampf ist. Ich muss ständig zu ihm hoch, wodurch er mich angreifen kann. Und das ist nicht gut, das sollte nicht passieren. Das sollte absolut nicht passieren. Okay, wir haben ihn. Die Arena ist nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt, wo in der Mitte ein bisschen was weggesprengt wurde. Oh Gott. Komm schon, komm runter. Okay. Ich gehe da mal eben rüber. Okay, wir haben ihn. Und wir bekommen
Tiers und Shot Speed ab. Das ist okay. Puh, dann würde ich sagen, ich habe nicht viele Herzen mehr übrig. Eventuell werde ich den Cursed Room doch skippen. Haben wir im Shop noch irgendwas, das mir weiterhilft? Speed Up Pille. Hm, nicht wirklich. Oh, was halt echt hilfreich wäre, wenn ich irgendwo den Super Secret Room finden würde. Da können eventuell Herzen drin sein und ich habe eine Vermutung, wo er sein könnte. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall noch die Location versuchen. Und zwar sieht das mir hier so aus, als ob er hier sein könnte. Oh, yes! Und wir bekommen 3 Fliegen. So, auf der nächsten Ebene werde ich wesentlich weniger Damage machen als jetzt. Und das wird ziemlich fürchterlich, denn die Ausbeute aus den Goldräumen war nicht gut und meine Herzen sind quasi nicht effizient. Lass mich gerade, wir bekommen Ash Pit. Oh, großer Gott, ich bin tot. Das ist ein lustiger Raum, weil ich da nicht rüber kann. Wir gehen direkt, wir machen direkt Stars. Gib mir das. Unzruszahn. Oh mein Gott, da kam einfach ein Gegner rausgesprungen. Oh Gott. Oh oh, das war nicht meine Absicht. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin so dermaßen tot. Oh, warum kam dieser... Warum sind die Items so schlecht und warum kommt mir dieser kleine Wurm aus dem Nichts entgegengesprungen? Ich habe doch keine Ahnung, dass das eine Sache ist, die passieren kann. Gott! Wir versuchen noch einen, okay? So ein Schwachsinn. Gott, dieser Run hätte so gut sein können und dann war einfach alles fürchterlich. Warum bekam ich halt auch... Das ist generell aktuell so ein Problem. Ich bekomme irgendwie keine guten Items mehr. Ich meine, Robert's Cement war okay, meine Feuerrate war okay, aber irgendwie alles andere war... Also was soll das mit den Begleitern und Spacebar-Items nacheinander? Das ist halt... An dem Punkt im Run braucht man irgendwie ein Item, das irgendwas kann. Und nicht so ein Schwachsinn-Spiel. Wir nehmen mal trotzdem die Haufen mal alle mit. Man kann ja nie wissen, was man darin findet. Seht ihr einen Cent zum Beispiel? Das war es jetzt schon absolut wert. Ich bin nicht begeistert davon, wie der Run gerade gelaufen ist fürs Protokoll. Er hätte besser laufen können, aber er wollte es nicht. Er hätte es tun können, aber er wollte nicht. Ach Gott. Am besten sterbe ich jetzt direkt in der ersten Ebene, weil ich so viel Schaden für nichts nehme. Das wäre ziemlich cool. Ich meine, ich habe ein Gratis-Item bekommen. Das ist ganz angenehm, aber alles andere fürchterlich. Pandoras Box. Kann ich nicht mitnehmen. So. Goldraum. Erster Goldraum. Der erste Goldraum bringt Glück. Und dann bekomme ich vielleicht ein Boss-Item, das was anderes bringt als ein Ranger ab. Und dann sind wir auch schon wieder zurück im Spiel. Versuchen wir Tag X. Oh, das ist einfach... Oh. Ah ja, Seed. Das ist einfach ein Doppel-Item-Raum. Das ist eine Sache, die manchmal passiert inzwischen. Ich meine, Tag X ist... ich glaube, es ist nicht mehr ganz so gut wie früher, aber... Ich werde mich nicht beschweren. Ja, meine Feuerrate ist gerade nicht unbedingt optimal für Tag-X. Ich dachte gerade, mein Orbital macht Schaden an der Kugel. Ich lag falsch. Kannst du bitte aufhören, die Kugel zu spammen? Okay, Tag-X ist gerade so viel schwächer als meine normalen Tränen. Hoffen wir einfach, dass der kleine Little Horn sich selbst in die Luft sprengt, so wie er es immer macht. Oh, wenn ich das ein bisschen mehr spammen könnte. Das wäre das Leben, aber wisst ihr was? Ist okay. Es läuft okay. Damage ab. Dankeschön. Ja, ich kann auf der Ebene sonst nichts machen und wir haben weder Bomben noch Schlüssel, also werde ich einfach weitergehen. Das ist potenziell ein viel schnellerer Run als beim letzten Mal. Schon allein, weil wir potenziell viel schneller sterben könnten. Ich meine, da sind nicht gerade viele Herzen, die ich da noch übrig... Oh, mein Gott, dankeschön. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass ich mit Samson nicht auf der Devil Deals gehen werde. Oh, das ist auch so gut. Dann Samson, ich hätte in den Cursed Room gehen sollen.
Na egal. Wäre sowieso riskant gewesen. Denn Samson macht sich ganz gut, wenn er ein paar rote Herzen hat, die er verlieren kann. Das heißt, die roten Herzen im Devil Deal aufzugeben, wäre kein guter Spielzug von meiner Seite aus. Und komm schon, Goldraum, sei gut, sei gut! Ist okay, es sind 5 Bomben. Darüber werde ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Das macht meine Bombe ein bisschen stärker, das heißt, für die Zukunft könnte es nett werden. Aber bis es soweit ist, bin ich aktuell sehr zufrieden. Dann wiederum sind wir aber auch in einer langweiler, schwachen Ebene. Wir sind in Cellar 1, ich meine, beziehungsweise 2. Das ist doch komplett simpel. Gegner hier können sich kaum zur Wehr setzen. Und wir haben eine High Priestess Karte. Oh mein Gott, die werde ich ja sowas von für den Boss aufheben. Und zwar für keinen aus dieser Ebene hier. Das kann ich euch versprechen. Ich sage aktuell ziemlich oft, das kann ich euch versprechen, oder? Aber oh Gott, musste aufstoßen. Ich sage es, ich kann vielen Dingen gameplay-technisch euch gegenüber eine Indianer-Ehrenwort geben, okay? Oh Gott, das war natürlich auch der Champion, der mich berührt hat. Das heißt, Soulheart Nummer 1 ist bereits wieder weg. Hervorragend. Das ist okay. Das neue Soulheart hat... Ich war sowieso gerade noch dabei, mich daran zu gewöhnen. Dementsprechend ist der Verlust wahrscheinlich ganz natürlich. Ich wünschte, ich hätte einfach normaler Gegner erwischt und nicht der Champion. Was soll's. So, in den Shop wollen wir auf jeden Fall nicht gehen. Beziehungsweise... Au. Wenn ich in den Shop gehen würde, wäre es ziemlich nutzlos. Das ist das Problem, dadurch, dass ich keinen Knockback habe mit der Tech X, war das gerade eine sehr beängstigende Situation. Vielleicht sollte ich einfach Tech X aufladen, bevor ich in den Raum gehe. Damit ich direkt die volle Ladung auf meinen Gegner loslassen kann. Es ist der Rackman! Leider kann er nicht viel gegen meinen Tech X-Man. Wird Tech X eigentlich stärker, wenn man es länger auflädt inzwischen? Ist das eine Sache? Oh, die Hitboxen treffen dann die Gegner länger. Deswegen macht es mehr Schaden. Okay, verstanden. So, Devil Deal, wie gesagt, wollen wir nicht mitnehmen. Gibt nicht welchen Grund dafür. Ich würde unfassbar gerne. Ich werde wenigstens schauen, ob ich ein Secret Room finde, okay? Ich würde gerne den Cursed Room mitnehmen. Das Problem ist aber, ich kann nicht wirklich. Komm schon. Da unten vielleicht. Das Problem ist, ich kann nicht wirklich, weil ich da mein halbes Soulheart verliere. Und das würde ich gerne nicht verlieren. Okay, wisst ihr was? 2 Bomben aufgegeben zu haben, das ist mehr als genug. Wir gehen weiter. Ich wünschte, ich könnte die Karte mitnehmen. Das Gefühl, sie ist einfach nur da, um mich zu provozieren. Okay, wir gehen Richtung, was war das? Dross oder was auch immer wir bekommen? Wir gehen auf jeden Fall da rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen gerade. Es ist Downpour 2. Das heißt, ich kann auf jeden Fall potenziell noch mein Knife Piece mitnehmen. Oh oh. Tech X möglichst lange aufladen. Solange wir noch nicht spammen können. Ich merke gerade, dass mir ein bisschen der Damage noch fehlt, den ich bekomme, wenn ich erstmal ein paar Mal Schaden genommen habe. Aber die gute Sache ist, dass ich die... Eigentlich so ziemlich alle Boss, die man hier bekommen kann, die kann ich... Oh Gott. Die kann ich so ziemlich one-shotten mit... Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Puh. Das war kritisch. Die kann ich ja one-shotten so ziemlich mit High Priestess. Das heißt, das dürfte mein Leben an der Front ungemein erleichtern. Das Problem ist nur, dass wir dahin erst kommen müssen. Oh mein Gott, das hat Tech X auch so sehr erleichtert. Puh. Oh Gott, nein, jetzt kommen die komischen Gegner rausgesprungen. Oh, ich hasse diesen Raum so sehr. Oh Gott, aber Tech X rettet nach wie vor mein Leben. Ohne Tech X wäre... Oh, das wäre alles so viel schlechter gelaufen. Eventuell hat der Run das Potenzial, okay zu werden. Aber wir werden sehen. Oh Gott, wenn ich hier fliegen könnte. Ich kann hier fliegen, theoretisch. Also das war schlecht. Ich habe sie nicht ganz gesehen. Yeah, das ist mir eine Bombe wert. Vor allem, weil ich die Truhe gratis öffnen kann. Ich habe eine Bombe bekommen. Das heißt, wir werden gleich nochmal eine Bombe legen. Und... Yeah, ganz nett. Wir gehen direkt zum Boss. Genau davon habe ich geredet. Pageant Boy!
Gib mir wenigstens Lucky Penny. Oh Gott. Ich meine, wir haben ja eine Menge Herzen rumliegen, was gut ist, aber Pageant Boy, wirklich? Was soll ich denn damit? Das ist so nutzlos. Aber okay. Aber okay. Wir haben noch den Goldraum vor uns und ich habe genug Geld, um was im Shop mitzunehmen. Das heißt, an sich ist noch eine Menge zu holen. Und wir hatten ansonsten itemtechnisch super viel Glück. Vor allem, weil ich im ersten Goldraum zwei Items rausbekommen habe. Falls ihr übrigens denkt, dass das zu stark ist, keine Sorge. Es gibt auch Itemräume, in denen man gar kein Item bekommt. Cancer. HP up und was auch immer. War Cancer das, wo man dann... das ist eine Pillen-Item. Oh, will ich die Pillenkopie machen? Wir machen's. Wenn ich eine akzeptable Pille bekomme, wird das ziemlich stark. So, Secret Room. Was hätten wir alles an Locations? Vor allem, ich hoffe auf eine Balls of Steel Pille oder sowas. Oh, das wäre so gut. Komm schon, Secret Room. Sei hier. Oh, ich wusste es. Wir bekommen ein bisschen Geld. Das heißt, ich kann direkt noch die eine Pille mitnehmen. Und schauen, ob sie eventuell okay ist. Das ist halt die Sache mit dem Item. Wir brauchen nur eine gute Pille und wir sind direkt im Spiel. Tier's ab! Oh, man braucht so viel... Das braucht so viel Aufladung, bis man es nochmal einsetzt, aber... soll es mir wert sein. Das Problem ist... um zum Knife Piece zu kommen, muss ich ein paar gefährliche Räume hinter mich bringen. Warte, wo ist das? Wo ist die Flamme? Oh, traue ich mich das? Ich weiß nicht. Wir nehmen auf jeden Fall mal eben den Cursed Room mit. Einfach, weil ich es mir leisten kann. Na, versuchen wir es. Kein Soul Art für mich. So wie immer bei diesen Flammen inzwischen. Ich meine, ich habe Tech-X so guten Damage. Seht ihr was? Ja, doch. Wir werden das Knife Piece mitnehmen. Auch wenn ich keinen Holy Mantle habe. Habe ich schon gemerkt, dass das ein Problem ist. Ich glaube, es habe ich angemerkt. So, wir haben hier... Wer bringt sich der erste Run, der stirbt, weil ich das Bedürfnis... Oh, hier ist die Flamme. Weil ich das Bedürfnis habe, oh. Hallo. Wenn ich der erste Run, der stirbt, weil ich das Bedürfnis habe, das Knife Piece mitzunehmen. Experimental Pill. Wäre auch interessant, aber okay. Hat uns, glaube ich... Oh, war es ein Tier's Down gerade oder ein Range Down? Hab nicht aufgepasst. Wir haben sowieso eine Tiersapille, also alles gut. So, wir gehen in den Spiegelraum. Naja, ich kann noch nicht ganz spammen. Tiersapille ist für den Run prinzipiell aber ziemlich optimal. Oh nein, es ist ausgerechnet dieser Raum. Oh. Ich sag's euch, es war ein langer Kampf, um zu verstehen, wie... Oh Gott, noch ein Raum. Um zu verstehen, wie diese dummen gelben Fliegen funktionieren, aber es war es absolut wert. Denn seitdem ist diese Ebene sehr viel erträglicher geworden. Okay. Soweit, so gut. Knife Piece Nummer 1. Und wie gesagt, ich würde unglaublich gerne den Boss mitnehmen. Allerdings habe ich, ich habe nicht wirklich die Möglichkeiten dazu, dadurch, dass ich kein, falsche Richtung. Dadurch... dass ich keinen Holy Mantle habe. Aber hey, wir haben das Knife Piece mitgenommen. Das ist ein guter Anfang. Generell, ich habe viel Zeit verloren, aber ich würde sagen, das war eine grundsolide Ebene. Wir konnten den Run ungemein verstärken. Irgendwo hier ist auch der Super Secret Room. Ich spüre das Bedürfnis, ihn mitnehmen zu wollen. Cool. Egal, wir haben genug Bomben. Oh, wir können hier rein. Yeah. Versuchen wir die Minen erneut. Oder Ash Pit, denn das ist eine Sache, die auf keinen Fall schief gehen wird. Habe ich recht? Tinted Rock irgendwo? Nein? Hier ist oft ein Tinted Rock. Diesmal aber nicht. Okay. Tatsächlich war da ein, du hast sie übersehen. Kann sein. Aber wir sind schnell genug für Boss Rush, sehe ich gerade. Also, theoretisch. Praktisch wahrscheinlich eher schlecht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Also das, mein Damage ist nicht gut. Das heißt, wir werden in den Arcade-Raum schauen und hoffen, dass er vielleicht, er hat eine Bloodbank für uns. Das heißt, ich werde mein Damage mal eben, ein Stück weit boosten. Oh, kennst du aber das, wenn man einmal im Raum Schaden genommen hat, dass man dann, ab dem Punkt nur noch ein halbes Herz Schaden nimmt.
Das heißt, wenn wir versuchen werden, gegen Mother zu kämpfen, wird das unfassbar hilfreich sein, so ein halbes Herz Schaden nehmen zu können. Ich hätte auf jeden Fall vom Shop unfassbar gerne irgendwo, mit Paperclip könnte ich das leicht mitnehmen. 7,2 Damage, das reicht. Ich nehme es mit. Ich hätte aus dem Shop unfassbar gerne irgendein Battery-Item. Damit ich einfach mein Pillendöslein schneller aufladen kann. Oh nein. Denn ich sag's euch, wenn das erstmal... Oh Gott. Wenn wir das erstmal... Oh Gott, häufiger einsetzen können. So, dieser Raum ist ein Problem. Wenn ich das erstmal häufiger einsetzen kann, mein Pillenteil, und ich dann meine Feuerrate maximieren kann, das wäre ziemlich stark. Und aktuell würde, denke ich, alles, was mir dabei hilft, ich dürfte einsetzen, kann ziemlich hilfreich sein, denn ich kann das Pillen-Item aktuell nicht oft einsetzen. So, das war erstmal genug, was wir hier geopfert haben an Leben. Das hat doch mein Damage ungemein erhöht. Ich weiß gar nicht, ob Tech-Experiment aktuell wirklich noch die Taktik ist, die man an den Tag legen will. Setzen wir das Wheel of Fortune direkt ein. Und da ist kein Secret Room. Das ist okay. Da werde ich einen Schlüssel bekommen. Noch eine Bloodbank. Oh, was ist das? Inner Eye, Triple Shot, Tears Down. Yeah. Wir wollen Triple Shot. Okay. Das könnte interessant werden. Würde ich einfach mal behaupten. Das sollte auf jeden Fall ziemlich stark werden. Wir haben jetzt einfach 3 Tech-Axe-Schüsse, die ich von mir gebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Und zusätzlich, was wir nicht vergessen dürfen, habe ich noch die Pille, mit der ich meine Tiers noch erhöhen kann. Bongo Bombs. Und das ist da oben Coupon. Macht ein random Item kostenlos. Das ist eine schlechte Pille. Das ist okay. Wir nehmen das... wir nehmen die Batterie mit. In dem Säckchen könnte noch eine Batterie sein, aber ich glaube nicht, dass es das wert wäre, ehrlich gesagt. Das ist ein sehr potenter Run geworden. Können wir mal darüber reden? Nein, ich würde gerne nicht darüber reden. Spiel das Spiel bitte. So, ich darf mich aber nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass mein Damage nicht so hoch ist, wie ich mir das... Oh, ich habe Halo of Half-Life, das habe ich auch nicht vergessen. Ich darf mich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass mein Damage nicht so hoch ist, wie er scheint. Denn das, was ihn hochgemacht hat, war, dass ich an der Bloodbank ein gutes Stück spielen konnte. Ich meine, mit dem Triple Shot ist der Damage so oder so ziemlich gut, aber nicht so gut, wie er aktuell aussieht. Was sollte dieser Raum jetzt eigentlich gerade? Also ernsthaft, was sollte der Raum? Und wir haben wieder den dummen Boss Rush. Können wir bitte mal nicht den dummen Boss Rush bekommen? Oh, ich ziehe alles zurück. Ich ziehe sofort alles zurück. So, stattdessen bekommen wir den Stalos-Boss. Oh mein Gott. So, das war ziemlich mies. Eventuell ruiniere ich damit nochmal einen Angel-Deal. Und wäre das nicht ziemlich cool, wenn ich das noch hinbekommen würde. An dem Punkt des Runs doch sowas zu versauen. Was? Was war eine 72-prozentige Chance? Ledge gibt einen Luck ab und gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach weiter. Vielleicht hätte ich noch mehr machen können, keine Ahnung. So, meins 2. Das ist absolut akzeptabel. Dann erhöhen wir unsere Feuerrate noch ein bisschen. Oh oh. Oh oh, oh oh, geht weg, geht weg. Böse Jungs. Ich kann immer noch nicht so ganz spammen, aber dann wiederum, ich habe auch den Triple Shot, welcher Tears Down gegeben hat, also ist das wohl zu erwarten. So, dass ich euch one-shotten kann, hilft unfassbar weiter. Die Frage ist natürlich, will ich direkt zum Boss gehen? Ich würde sagen, solange ich noch einen Soul Art habe, gehen wir direkt los. Bei ihm würde ich fast sagen, wir haben... Es ist wieder die nervige Arena. Was ist aktuell mit der nervigen Arena? Wo sind die Arenen hin, die nicht nervig sind bei dir? Was ist aus denen geworden? Aber...
Oh Gott, mit diesem Bild sollte ich akzeptable Chancen haben, das halbwegs zu schaffen, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Das war nicht cool gerade. Um das direkt anzumerken. Oh nein, ihr seid die, die Steine werfen. Oh Gott, was? Da war eine Fliege! Eine Spinne! Oh mein Gott, da geht mein Angel Deal dahin. Ich habe sie nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass die Spinnen spawnen. Ah, egal. Egal. Ich meine, wir haben noch eine 10%ige Chance. Das reicht doch. Richtig? Richtig, das ist reich. Ihr seid die, die glühende Steine spucken. Speed und Shot Speed ab. Ja. Aber ja, das war nicht optimal. Aber okay. So, wir wollen auf jeden Fall schauen, dass ich noch ein paar mehr Herzen mehr aneignen kann in, auf dieser Ebene. Denn wir werden noch eine Runde, zu Mom rübergehen. Und meine HP-Ups werden dort sehr hilfreich sein, damit ich das zweite Knife Piece mitnehmen kann. Oh Gott. Denn dieser Run hat sehr hohes Potenzial, dass wir eventuell Mother killen könnten. Ich brauche nur noch ein, zwei akzeptable Items. Dann natürlich ist das Problem, dass ich keinen Angel Deal bekommen habe. Dass das Ganze etwas ruinieren kann. Aber wir haben noch einen Cursed Room. Das heißt, da kann eventuell noch was Cooles für mich drin sein. Eventuell eine rote Kiste, die mich direkt in den Angel Deal bringt oder so. Gimpy. Yep. Gimpy ist ziemlich gut. Das heißt, wenn ich manchmal Schaden nehme, habe ich... Der Options ist ziemlich stark. Nehmen wir mit. Gimpy wird unser Leben ungemein erleichtern. Und Unidentified Pill. Ich will lieber das Soul Art kaufen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Schaden nehme, habe ich dann jedes Mal die Chance, dass ich eventuell ein Soul Art droppe. Was unter allen Umständen ehrlich gesagt ziemlich gut ist. Wenn ich Gegner kille, die habe ich die Chance, rotes Herz von ihnen zu bekommen. Das ist auch hilfreich. So, wir können auf jeden Fall jetzt ohne Probleme den Cursed Room noch mitnehmen. Und eventuell können wir uns so unseren Weg noch in den Angel Deal mogeln. Wenn auch unwahrscheinlich. Dann wiederum nicht so unwahrscheinlich. Ach, ich dachte, es haut hin. Pheromones. Half down. Half down ist ein kleiner Super-GAU. Seien wir ehrlich an der Stelle, das war nicht gut. Das hätte besser nicht passieren sollen. Denn ich brauche meine HP. Ehrlich gesagt. Aber okay. Wir haben noch die Möglichkeit, bessere Boss-Items zu bekommen. Mehr Boss-Items zu bekommen. Das heißt, da habe ich dann eventuell noch das Potenzial, was Gutes rauszuholen. Und die Gegner droppen wirklich viele rote Herzen. Das heißt, wenn ich darauf irgendwie aufbauen könnte, wäre das auch unfassbar hilfreich. Es reicht immer noch nicht ganz zum Spammen. Aber wir nähern uns der ganzen Sache. Wir nähern uns dem. Ah ja, das Soul Art hätte ich jetzt nicht... Oh, wir haben nur drei Herzen. Oh, das ist eventuell gefährlich. Versuchen wir es. Ich werde auf jeden Fall mein Soul Art verlieren, fällt mir gerade auf. Okay, Knife Piece Nummer 2. Ja, hier muss man wieder Bomben werfen, so wie jedes Mal. Ich wünsche, man hätte keine von diesen Bombenwurfräumen. Die neigen nämlich dazu, dass sie oftmals wirklich anstrengend sein können, aber wir haben nicht so viele, wie man haben könnte. Das heißt, das ist angenehm soweit. Und was ich auch nicht vergessen darf, das gute Knife Piece gibt uns auch so ein kleines Damage ab. Auch wenn ich das immer gerne unterschätze. So, wir lassen sie erstmal vorbei. Oh, da sind Stacheln. Die habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Nein, was mache ich da? Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, ich werde schlicht und ergreifend sterben. Wie habe ich es geschafft, so viel Schaden zu nehmen an diesen dummen Stellen? Also ernsthaft, wie? Oh mein Gott. Nein.
Okay, komm schon. Oh Gott, jetzt muss ich nur hier durch, ohne Schaden zu nehmen. Macht euch keine Sorgen. Das ist eine Sache, die mir quasi unmöglich ist. Komm schon. Okay. Oh nein. Ich dachte, mit der Brücke könnte ich schon direkt weiter, aber nein! Okay. Soweit, so gut. Oh Gott. Komm schon. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Nein, lauf. Lauf! Oh Gott. Oh Gott. Ich werde gleich ohnmächtig, wenn es so weitergeht. Gib mir die Herzen. Es wurde herzenstechnisch so viel knapper, als ich mir gewünscht hätte. Oh mein Gott. Haben wir irgendwo noch einen, lass mich noch einen Secret Room suchen. Kann er hier sein? Ja, kann er scheinbar. Okay. Das Problem ist, der Secret Room ist ziemlich mies gewesen. Super Secret Room... Ich habe eine Vermutung, wo er ist, deswegen ich schaue da mal eben nach und ansonsten werde ich wohl einfach weitergehen. Ah, für die nächste Ebene müsste ich dann direkt 2 Herzen abgeben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die reguläre nächste Ebene weiter. Ich kann es mir ansonsten gerade nicht leisten. Naja, gut. Sieh was? Ich habe viele Bomben gerade. Versuchen wir es noch hier unten. Nein, hier unten kann auch nicht sein. Okay. Kein super Secret Room für uns, wie mir scheint. Hat die noch ein rotes... Nein, ein rotes Herz bringt mir auch nichts vom Shop. Ah, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Und schauen in der regulären Ebene weiter. Warum hupt jemand bei mir draußen ganz laut? Oh, ich bin Necropolis 2 jetzt. Schlecht. Schlecht. Äußerst schlecht. Was mache ich jetzt am besten? Wir werden erstmal dem ein paar Cent geben, mit der uns seine HP, aber was auch immer droppt. Farb, sehr schön. Oh Gott, was mache ich jetzt am besten? Ich sehe nicht, dass das ein Run ist, der gegen The Beast kämpfen kann. Das ist Protokoll. Das heißt, das ist, ungünstig. Oh Gott. Und da wurde ich direkt getroffen und wir haben die Angeline-Chance wieder ruiniert. Ich glaube, ich hab den Run an die Wand gesetzt, ehrlich gesagt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Weil doch ein Schwachsinn für euch. Oder kann man von Mama aus vielleicht noch... Wir werden auf jeden Fall die Karte mitnehmen. Wenn ich noch in die andere Ebene weitergehen kann, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ach, komm schon. Muss ich mich jetzt von jeder Kleinigkeit treffen lassen? Ich habe das Gefühl, ich habe meine Konzentration verloren aktuell und das ist nicht gut. Vielleicht soll ich auch einfach nur den Dark Room versuchen, bei genauer Überlegung. Ich werde so viel getroffen. Virgo. Virgo ist unfassbar stark. Das heißt, manchmal, wenn ich getroffen werde, bekomme ich Unverwundbarkeit. Das heißt, wenn wir das eventuell... das wäre super gut gegen einen der super starken Endgame-Bosse. Ich meine, wir haben... Haben wir noch Goldräume? Nein. There's even more options bringen mir nicht allzu viel. I can see forever. Spawns 2 to 4 batteries. Fully charge your item. Okay. Okay, das ist relativ hilfreich soweit. Greed dagegen, wie üblich, relativ nicht hilfreich, aber ich denke, da erzähle ich nichts Neues. Gott, wenn ich wenigstens mehr rote Herzen hätte.
Ich fühle mich aber nicht bereit, gegen irgendeinen der starken Bosse aus dem Spiel zu kämpfen. Das ist gerade so mein Hauptproblem. Ich meine, der Run hat Potenzial, aber er hat nicht so viel Potenzial. Dann wiederum kann ich jetzt inzwischen halbwegs spammen. Eine Bloodbank. Und ein Keybagger. Wir haben auf jeden Fall noch nicht den... Oh, hey, Tears und Shot Speed Up. Okay, wir können keinen Tears Up mehr haben. Das ist... Ist das gut oder schlecht? Würde er sagen, es ist schlecht. Da ist der Schädel mit dem Kreuz. Wir behalten Tears Up Hill aber trotzdem mal in der Rotation. Für den Fall der Fälle. Ich nehme das Soul Heart mit. Und dann würde ich sagen, wir sehen einfach, wo wir hinkommen. Wir schauen einfach, wo wir am besten hinkommen können jetzt. Ich habe kein so gutes Gefühl. Ja, bei wenn man die andere Route geht, dann kämpft man auch gegen so eine Supermom und nicht gegen die normale. Das heißt, ich sollte da auf jeden Fall nicht mehr hingehen können. Was denkbar schlecht ist. Oh, wir können. Okay, pass auf. Negativ oder Polaroid? Polaroid, negativ gibt mir ein Damage ab. Polaroid Potenzial und Verwundbarkeit. Wir nehmen das Damage ab mit. Und wir gehen Richtung Void. Warte, habe ich mit Samson Void gemacht? Nein, mit Samson habe ich nicht viel gemacht. Okay. Mal schauen, was uns erwarten wird. Hier bekommen wir auf jeden Fall noch ein paar Items. Das heißt, wenn wir auf jeden Fall noch Delirium mitnehmen können, wäre das ziemlich gut für diesen Run, ehrlich gesagt. Ich habe nur ein bisschen wenig Herzen dafür, aber das ist okay. Dafür haben wir noch ein paar Items, die wir bekommen werden. Und ich weiß inzwischen, worauf man achten muss, damit man, also wo man Delirium findet. Das heißt, das könnte auch relativ hilfreich sein. So, Tinted Rock würde ich sehr gerne mitnehmen. Small Rock? Klar nehmen wir den mit. 1,3 Speed sind immer noch komplett ausreichend für mich. So, ein bisschen Feuer ausmachen. Müssen wir aufpassen, wenn ich zu den Bossen gehe. Vielleicht will ich generell erst zu den Bossen gehen, wenn ich mir ein bisschen den Überblick über die Ebene verschafft habe. Aber wir werden sehen. Bloodbank. In der Theorie hilfreich, in der Praxis gerade gefährlich. Wenn ich die einsetze, brauche ich erst irgendwas, was mir die Möglichkeit gibt, mich auch aufzuheilen. Geht weg. Geht weg, geht einfach weg. Ich meine, da ist ein bisschen Heilung. Das heißt, wir können auf jeden Fall dreimal... Und im Raum da links habe ich auch noch ein bisschen was. Ah nein, Moment, jetzt kostet ja ein ganzes Herz. Nein, jetzt kostet es ein halbes. Oh, ein Zehner. Ein Fünfer? Weiß ich zu schätzen. So, damit habe ich den Damage ein gutes Stück erhöht. Denn den brauchen wir für Delirium. Delirium hat irgendwie zum Teil... Oh, hallo, Chest. Ich bin froh, dass ich mein Damage noch ein bisschen erhöht habe, bevor wir hier rübergegangen sind. Sonst hätte das ein bisschen gedauert. Ups. Oh ja, und ich habe diesen Effekt, dass ich ein halbes Herz Schaden nur noch nehme, sobald ich einmal... getroffen wurde in dem Raum. Ich hätte das Polaroid mitnehmen sollen. Für die Unverwundbarkeit. Aber wir spawnen auch, wenn ich Gegner besiege, ein paar Herzen. Das müsste ganz oben auf der Ebene sein. Das heißt, dort können wir... Oh. Oh Gott, wie groß ist der Bossraum von Delirium? 2x2 oder so? Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wo er sein könnte. Ich habe ein bisschen Angst davor. Au. Nein! Was mache ich da? So, was eigentlich ist das gut, was ich hier mache? Ich nehme damit nämlich jede Menge, bekomme ich jede Menge zusätzlichen Damage. Und das ist relativ hilfreich. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir sollten hier auf jeden Fall auf der... Wir scheinen hier auf der rechten... Ah, nein, es geht doch noch weiter runter.
Ich muss weiter runterschauen. Ich muss erst schauen, wo die Ebene ist. Ich kann erst da in die Boss-Arena reingehen, wo dann kein weiterer Platz mehr für einen, oh Gott, ich glaube, einen 2x2 großen Raum ist. Ja, hier zum Beispiel. Das ist definitiv nicht Delirium. Hey, hey, hey. Hey, hey, was soll das? Ich bekomme auch manchmal Herz, wenn ich Schaden nehme. Das könnte ziemlich hilfreich sein. Nein, warum habe ich überhaupt drüber nachgedacht? Dead Cat ist so eine... Das wäre so... Oh ja, wir bekommen ja 2 Boss-Items zur Auswahl. Dead Cat wäre eine entsetzliche Entscheidung. Ja, weiß ich, google schnell mit der wegen dem Delirium-Raum. Ich bin mich gerade wirklich nicht mehr sicher. Okay, ich habe nachgeschaut. Das ist 2x2. Ich dachte kurz, dass eventuell auch 1x1 sein könnte, aber na. Ja, beziehungsweise 3x3, aber nein, ist nicht so. Okay, hier sollte es ganz recht sein. Okay. Das ist ein ziemlich nerviger Boss für diese Arena. Beziehungsweise ist es einfach nur eine nervige Arena. Aber hey, wir haben es geschafft. Into a circular aura, start damage enemies. In aura deals more damage to enemies. Ja, das bringt mir nichts. Wir nehmen das. Und damit habe ich eine mächtige Aura, die Gegnern bestimmt Schaden zufügt. Ich weiß nicht, ob eins von denen da oben eventuell eine 2x2 Arena sein kann. Tut mir leid, dass ich deswegen gerade ein bisschen Zeit verschwende. Aber dann wiederum muss man sagen... Diese Ebene ist generell Zeitverschwendung. Das heißt, das ist okay, wenn ihr mich fragt. Oh, hey, Tinted Rock. Das ist nicht ganz so viel Zeitverschwendung. Experimental Pill. Eigentlich ist sie... Na, wir nehmen sie nicht. Wir nehmen sie mit für den Fall der Fälle, aber eigentlich wäre es eine dumme Idee. Ansonsten werde ich jetzt übrigens mal soweit die Ebene aufdecken. Und dann werden wir schauen, welche Bosse wir am besten bekämpfen und welche nicht. Diese Ebene hier sieht mir verdächtig aus, aber ich vermute nicht, dass Delirium hier sein wird, weil wir sollten ja ganz links am Rand sein. Aber lass mich mal kurz zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oder? Geht's noch weiter? Eins weiter nach links? Ich glaube, Ebenen haben immer können immer 13 Räume weit sein und nicht 12. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein gefährlicher Raum. Und kurz bevor ich da bei dem Raum war, kam auch so eine Empress wird ziemlich hilfreich sein. Das Damage ab. Kam auch so eine Delirium-Aura. Das heißt, ich vertraue dem Ganzen mal einfach nicht. Stattdessen cleare ich weiter die Ebene. Und dann werde ich entscheiden, gegen welchen Boss ich kämpfe. Denn ich habe große Angst davor, gegen Delirium zu kämpfen. ohne die optimale Menge an Items mitgenommen zu haben. Okay, ich habe die Ebene soweit aufgedeckt. Sie ist ziemlich groß. Ich würde erstmal sagen... Wir gehen zu dem jungen Mann und lassen uns ein Item auszahlen. Das ist soweit ein guter Anfang, wenn ihr mich fragt. Komm schon. Zögere das Schicksal nicht heraus. Dankeschön. Klar nehmen wir das auch mit, was auch immer. Dann kann ich auch anfangen, die Soul Arts mitzunehmen, wenn wir sowieso potenziell demnächst auf Delirium treffen könnten. Und dann ist natürlich die Frage, welche Bossräume sind sicher? Ich würde sagen, wirklich sicher ist nur der ganz oben. Bei allen anderen könnte potenziell noch... Dann wiederum der ganz links sollte auch sicher sein. Aber alle anderen können eventuell Delirium sein. Ach Gott, da geht das Soulard dahin. Shotspeed ab. Ist okay. Das Soulard wäre echt hilfreich im Kampf gegen Delirium gewesen. Okay. Wir haben... oh nein. Wir haben ihn... Erst wenn man früh im Run kommt, ziemlich nervig. Mom's Perfume nehme ich an. Oh, hey! Yes, Mother! Das hat noch meine Feuerrate ein bisschen erhöht, wie es aussieht. Daddy Longlegs gibt uns... Ich würde sagen, wir nehmen das mit. Die gute Fliege, damit wir eventuell die Möglichkeit haben... Projektile abzuwehren. Beziehungsweise damit das ein paar Projektile abwehrt. Das könnte auf jeden Fall hilfreich sein. So, und dann gehe ich zur Arena, die ganz zur Linken ist. Und wenn wir schon mal dabei sind... Nein! War es das wert? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Komm schon, Kiste.
Gib mir mehr Zeug. Ich werde jetzt meine Schlüssel, soweit es mir möglich ist, noch versuchen hier aufzugeben. Oh, das war's. Dafür habe ich ein Soul Heart geopfert. Für absolut nichts. Das ist einfach nur fantastisch. Das ist eine Hagalas-Rune. Bringt uns nicht wirklich was. Und es ist der gemeine Wurm. Den sollten wir aber relativ schnell besiegt bekommen. Ein fortgemeiner Wurm. Soweit so gut. Oh nein, 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 nein. Das ist Blood Elf ist ziemlich fürchterlich. Nehmen wir Little Horn. Ich habe nicht durchgelesen, was es bringt, aber will schon irgendwas bringen. So, ich vermute, dass da ganz unten könnte auch sicher sein. Wobei, ich glaube, ich habe nur gezählt, dass es von der Höhe her 11 Ebenen sind und die ist so weit entfernt wie nur möglich. Das heißt, wir machen das, ich vermute, da unten wird Delirium sein. Schauen wir hier als nächstes hin. Und es ist nicht Delirium. Ist das nicht angenehm? Nicht Delirium. Poison Tears und Slowing Tears? Na, wir wollen die, wir wollen die gemeine Erkältung, um, Delirium zu vergiften. So, wir haben noch zwei Stück übrig. Keine Ahnung, ich schätze, ich gehe unten hin. Ich weiß auch nicht. Und es ist, oh! Okay, oben war Delirium. Oh mein Gott, was ist das? Habt ihr das gerade gesehen? Okay, das könnte eventuell stark sein. Wenn wir schon dabei sind, yeah. Dann nehme ich noch ein bisschen Damage ab mit. Was meine Hitbox vergrößert hat, aber wir haben 14 Damage. Ich habe zusätzlich noch eine Empress-Karte. Das heißt, ich sollte okay Chancen gegen Delirium haben, okay? Und hier ist noch eine goldene Kiste. Tür of Diamonds. Okay. Ich meine nicht, dass es nicht so ist, was ändert, aber... Kann man mal mitnehmen? Ja, die Schatztruhe wird definitiv nichts ändern, vor allem, wenn es eine Mimik ist. Okay. Zuerst, wir nehmen die mit. Wie gesagt, wird auch wieder nichts ändern, aber... Ja, nie wissen. Okay, Delirium. Ich habe mein Damage noch um 1,3 erhöht. Wenn wir Delirium vergiften können, wäre das echt hilfreich. Und ich habe die Hoffnung, dass er die Fliege eventuell... Au, was war das? Oh nein. Ich habe nicht vergessen, dass Delirium immer wieder die Formen ändert. Wo ist Delirium eigentlich gerade? Warum feuert er gerade so viel um sich herum? Das ist nicht cool. Er scheint gerade Mama Gertie zu sein. Warte, war das Mama Gertie? Was war doch mal dieses, diese Kreatur? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Mama Gertie. So. Delirium ist super träge, aber unser Damage ist gerade wirklich okay. Oh Gott, ich bin kein Fan dieser Bullet-Hell-Situation hier gerade. Wie konnte ich jetzt keinen Schaden erleiden? Oh, bleib bitte Mama Gertie. Das wär hervorragend. Au. Oh mein Gott, ist er nicht? Damage plus 8,6. Da ist Magic Mushroom random gespawnt. Hätte ich später mitnehmen sollen. Magic Mushroom erhält ihn komplett auf, aber... Ich habe das Gefühl, ich könnte eventuell gewinnen. Oh Gott, ein Magic Mushroom in der Delirium Boss Arena. Das ist das Leben. Also ernsthaft, das ist das ultimative Leben. Puh. Meine Feuerrate ist zwischen auch hoch genug, damit ich einfach spammen kann. So halbwegs. Da kommt das Stampfen. I can see forever, klar. Wie fühlt es sich eigentlich an, Delirium, wenn man dafür gesorgt hat, dass ich eins der stärksten Items im Spiel bekomme? Das ist kein gutes Gefühl, oder? Wie soll man diesen Kampf eigentlich jemals mit der Lost machen? Wahrscheinlich, indem man einen wirklich starken Run hat. Nicht so wie meiner, der relativ stark ist, aber nicht übermäßig. Und warum ist das alles so buggy? Und danke, Gimpy, für die erste Auszahlung, glaube ich, im gesamten Spiel. Okay, Delirium ist... Warum sieht Delirium so buggy aus? Ist das immer so? Ich hatte ein Soul Heart bekommen. Wir bekommen ja generell gerade so viele Herzen. Ah, ich sag's euch. Nein, ich wollte gerade sagen, wenn wir gegen Mother gekämpft hätten, wäre das auch super gut gewesen. Aber dann wiederum gegen Mother hätte ich sehr viel weniger Items gehabt. Beziehungsweise, dann hätte der Run sehr anders ausgesehen, aber...
Wenn wir Delirium schaffen, wäre das soweit auch schon mal ziemlich okay, würde ich einfach mal behaupten. Komm schon. Stell dich doch deinem Ende. Es ist vorbei, Delirium. Sieh's ein. Ich bin zu stark. Dankeschön. Da ist noch ein Herz. Das nehme ich auch noch gerne mit. Damit habe ich Delirium mit vollen Herzen besiegt. Okay. Sonst gibt es ja, denke ich, nichts mehr zu erledigen. Yes! Seht ihr? Wir haben doch was geschafft. Auch wenn es ein weiter Weg bis dahin war. Schauen wir uns das Video an. Ich meine, es kommt jetzt mal das Gleiche, aber es kann nicht schaden, es einmal gesehen zu haben. Oh nein! Nicht Isaac! Die ganze Story ergibt weniger Sinn, wenn man das Ende in Betracht zieht. Also das neue Ende, aber reden wir nicht darüber. Na, klassisch. Hey! Der Teufel hat sowohl Isaac als auch seine Mutter umgebracht. Das ist mein Happy End. Oh, ich hasse diese Skelettgegner. Hör auf, zu einem zu werden, Isaac. Naja, das war noch zu der Zeit, als die Endings immer nur düsterer wurden. Bevor sie dann am Ende irgendwie dumm wurden. Nicht dumm, aber nicht mehr ganz so düster. Ich habe dieses Delirium-Ending wieder komplett vergessen. Also alles, was hier passiert. Ich glaube, das war's. Das heißt, wir können uns gleich anschauen, was ich mit Samson freigeschaltet habe. Ich dachte übrigens nicht, dass der Run zu irgendwas führt. Bloody Crown! Ist sie gut? Ist Bloody Crown gut? Startet Samson damit? Ich glaube nicht, aber lass ich mal eben nachschauen. Samson, was sagst du dazu? Nein, er startet nach wie vor nur mit Bloodlust, aber... Ah ja, genau, der Zettel außen rum ist dann ganz blutig, wenn man, Delirium geschafft hat. Warte, habe ich wirklich auf dem Spielstand mit niemandem sonst Delirium gemacht? Oh Gott, diesen Spielstand habe ich wirklich, als After Earth Plus rauskam, so ziemlich aufgegeben. Ich habe noch nicht mal jemanden Delirium gemacht. Oh, ich glaube, ich hatte sogar auch zuletzt meinen ersten Hushkill mit irgendjemandem. Welcher Charakter war das? Hush hatte ich ja, glaube ich, sonst auch nie gemacht auf diesem Spielstand. Warte, oder ist das Blutige drumherum, wenn man Hush gemacht hat? Keine Ahnung mehr, was welches Symbol ist. Ah gut, ich würde sagen, das war The Binding of Isaac. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe den Run hinbekommen. Der, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.